Wir sind hier auf dem Biolandfeld Eckart Hirsch in Hüttenberg-Hörnsheim in der Höhe von Rechtenbach und wir sind umgeben von leckeren Bio-Erdbeeren, die jetzt gerade dabei sind, voll reif zu werden. Eine besonders gute Erdbeere muss natürlich zu allererst gut schmecken. Ja, und das Problem bei den Erdbeersorten, von denen es ja immerhin einige hundert gibt, ist, dass ein großer Teil davon gezüchtet wurde, um die Ware halt möglichst lange Zeit durch die Handelsketten transportieren zu können. Also zum Beispiel spanische Erdbeeren, ich sag mal 3 Tage LKW, dann vielleicht noch 3 Tage im Laden. Und das geht oft auf Kosten des Geschmacks. Man bringt irgendeine Schüssel oder ein Eimerchen mit und geht dann zur Kasse. Dort wird das Gefäß erstmal gewogen und dann wird das Gewicht an die Schüssel bzw. den Eimer geschrieben. Dann geht man einfach ins Feld, lässt sich möglicherweise von einer Einweiskraft zeigen, wo es besonders gut hängt. Und dann legt man einfach los, macht einen Eimer voll. Und an der Kasse wird dann wieder gewogen, der Eimer abgezogen, man bezahlt nur die gepflückten Erdbeeren, die im Moment das Kilo 3 Euro kosten. Ja, und dann geht's nur noch heim zum Verarbeiten bzw. Genießen. Was man auch schon auf dem Feld machen kann, also naschen ist natürlich erlaubt.